Hallo und willkommen zurück zu Automaton, zur neuen Aufnahmesession. Es ist gerade 10:37 Uhr, ich habe meinen Kaffee vor mir stehen und ich habe Bock. Ich habe richtig Bock. Danke, dass ihr das Projekt übrigens immer noch so zahlreich verfolgt. Finde ich echt cool. Und, helloi, da ist mein Backpack. Allerdings, danke übrigens für den Hinweis, dass er natürlich da ist. Allerdings müssen wir, glaube ich, einmal gucken, weil ich die Controls. Irgendwie, ich denke, dass das B doppelt belegt ist, weil, genau, Create Waypoint, das können wir eigentlich mal komplett so lassen. Genauso wie das hier. Den Waypoint müssen wir nicht unbedingt mit B createn und dann können wir nämlich den Backpack jetzt, nein, mit B öffnen. Ich guck mal, was hier noch, irgendwo müsste noch ein B sein, was wir löschen müssen. Aber ehrlich gesagt sehe ich das gerade nicht. Deswegen bleibt es jetzt erstmal so. Ich habe das jetzt gedunt und jetzt machen wir mal B und da ist mein Backpack. Hervorragend. Okay, das klappt, das klappt, das klappt super. Sieht auch ganz stylisch aus mit dem Backpack so auf dem Rücken. danke auf jeden Fall für den Hinweis, dass es da ist und dass ich mir da keine Sorgen machen muss. Ich bin da immer direkt so ein bisschen panisch, weil ich dachte, ich habe es vielleicht kaputt gemacht, aber dem ist einfach nicht so. Im Moment, erstmal danke für das ganze Lob von euch, dass ich das eigenständig hinbekommen habe hier mit der Windmill. Jetzt sind wir gerade dabei, diese Hams growen zu lassen und da wurde mir empfohlen, hey, mach doch einfach die Hams in die Garden Clutch. Aber auch recht verdammt nochmal. Wir haben ja nicht mehr allzu viel Strom. Woran auch immer das liegen mag. Ich mache das jetzt einfach wirklich mal rein. Und hier sind die Hemp Fibers. Und ich klatsche da jetzt einfach einen Drawer vor. Und hoffe, dass hier wirklich nur die Fibers dann rauskommen. Aber so scheint das echt. Ah, okay. Dann war das einfach nur gebuggt wahrscheinlich, weil hier habe ich auf jeden Fall genug. Ich dachte, vielleicht habe ich nicht genug Wind oder so. Dann wurde mir gesagt, je höher die Windmühle ist, desto mehr Wind produziert. Oder desto mehr Wind produziert dann den Strom. Ich würde es jetzt erstmal so lassen. Danke aber für den Hinweis, weil das werde ich definitiv dann auch mal so ausprobieren. Und ich wollte mal gucken, ich habe ja schon ein Windmill-Sail fertig. Ob ich das schon dran machen kann. Kann man das einfach so per Rechtsklick da dran basteln? Scheint nicht so. Muss man das irgendwie Windmill. Ich würde mich interessieren, ob man das in irgendeiner Art und Weise dann da dran pappen muss. Moment, das kriegen wir raus. Das steht ja vielleicht sogar im Questbuch. Making sails from hemp fibers, upgrade the windmill to produce more power. Just right-click the sails onto the center hub of the windmill to install the sails. Okay, doch. Also genauso wie ich dachte. Allerdings geht das wahrscheinlich nur, wenn wir schon 8 Stück haben, könnte ich mir überlegen. Nein, es geht auch so. Cool. Was haben wir jetzt bekommen? Vacuum Tubes, okay. Ja, aber einer unserer Räder oder unserer Flügel hier, der hat jetzt schon. Ein bisschen. Der ist schon geupgradet. Sehr nice. Okay. Also da warten wir jetzt einfach nur. Das dürfte eigentlich relativ schnell gehen mit dem Hemp-Fiber. Ich packe das Rezept mal rüber. Funktioniert nicht. Okay, funktioniert nicht. Und da haben wir direkt wieder eins. Das machen wir jetzt einfach zwischendurch. Immer mal wieder. Und ansonsten, hier wächst ja auch einfach alles super gut. Das mal so sagen darf. Ja, hier können wir auch regelmäßig abernten. Also was Essen und sowas angeht, glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Das war aber Minecraft am Anfang immer so mein Problem. Und meine Pexel müsste ich, glaube ich, mal wieder in irgendeiner Art und Weise. Was ist denn das? Eisen. Aber ihr sagtet ja, ich soll andere Sachen benutzen. Was können wir da benutzen? Aber wir haben noch nicht so viel. Also für eine Pexel reicht es noch nicht, aber wir können das. Warte mal, ein bisschen. Hier ist noch Osmium Dust. Hier ist noch Salz. Hier ist noch Ender Dust. Ich glaube, wir können mal ein bisschen was hier reinschmeißen.
Wo ist es denn jetzt? Was ist das? Habe ich es nicht mitgenommen? Na, habe ich natürlich nicht, logischerweise. Würde ich jetzt das Osmium Dust, glaube ich, mal ein bisschen schmelzen. Ah, wir haben auch hier ein bisschen was drin, ne? Ach, guck mal, Cooked Apples haben wir noch. Aber auch alles mitnehmen. Muss mal ein bisschen aufräumen hier, jetzt wo ich natürlich auch den, ja, Wire Coil muss ich woanders hin tun. Wo ich natürlich auch, heute ist irgendwie schwierig so mit der Zusammenstellung von Sätzen. Kann ich das nicht reparieren? Schade. Also muss ich mir doch eine neue Pencil bauen. Egal. Wir gucken erstmal. Ich packe erstmal alles, was wir jetzt hier nicht brauchen, in die Kisten. Das brauchen wir auch erstmal nicht. Das brauchen wir auch erstmal nicht. Die Hems lassen wir hier drin, genauso wie die Sales und so. Die ganzen Special-Sachen wollte ich eigentlich hier rein tun. Zum Beispiel ein Item-Faucet. Da können wir auch mal gucken, was wir damit anfangen. Aber auch dafür ist bald kein Platz mehr, so wie es aussieht. Müssen wir mal gucken. Das war das auf jeden Fall. Irgendwas mit Monster-Drops noch hier? Haben wir auch nicht, ne? Basic Fluid Tank ist auch nicht schlecht. Den können wir uns eigentlich hier irgendwo mal hinstellen. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht, aber... Ne? Geht ja auch so ganz gut. Okay, no. Das soll ja gar nicht funktionieren. So. Will kein Drawer Key? Haben wir, glaube ich, noch nicht, ne? Egal. Können wir auf jeden Fall hiervon mal wieder ein bisschen was machen. Ich möchte gerne, dass da immer das da reinkommt. Das da. So. Die Sticks haben wir noch mit, das ist gut. Dann können wir wieder hiervon ein paar machen. Und eine Sail. Dann haben wir schon wieder zwei mehr, das ist sehr gut. Dann gehen wir jetzt nicht hoch und pappen die dran, das wäre vielleicht ein bisschen verschwendet. Was sagt denn das Questbuch eigentlich? So, genau, da sind wir gerade dran. Das dauert ein bisschen. Müssen wir uns jetzt ein bisschen gedulden. Und was haben wir hier in Fluid Storage? Brauchen wir das jetzt? Iron Sheet Metal, 34 Stück und Treated Wood Fans. Na, Treated Wood Fans kriegen wir eigentlich ganz gut hin. Multiblock can store up to 512 buckets of fluid. Das ist verdammt viel. It can insert or extract from the top or bottom, but requires a redstone signal. Okay. Iron Sheet Metal. Jetzt kommt wahrscheinlich... Uff. Iron Sheet Metal. Joa, ne? Das ist eine Menge. Iron Plates, wie viele bräuchten wir denn dann? Das sind 4 Stück. Das sind schon einige. Das sind schon wirklich einige. Hallo, Herr Oktopus. Was haben wir sonst noch so? Da können wir jetzt erstmal ein bisschen Eisen farmen vielleicht. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht. Ansonsten haben wir hier eine Large Item Storage. Oh, das... Oh, das... Wow. Okay, The silo can be used to store large amounts of a single item up to 24 chests worth. 41.472 Items. What the fuck? Alles klar. Und die Items gehen nach oben in die Top und können dann unten wieder rausgenommen werden. Und natürlich wieder mit Redstone-Signal. Ich glaube, darauf gehen wir zuerst. Ich möchte jetzt gar nicht unbedingt den... Ich bin ganz zufrieden hier mit meiner Pumpe, die wir hier gebastelt haben. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Weil es keine... Okay, wir kriegen gerade keinen Saft. Scheinbar ist nicht so viel Wind gerade vorhanden. Aber das macht gar nichts. Das kann ja ruhig langsam vorangehen. Ich würde mir, glaube ich, jetzt erstmal eine neue Pexel machen. Und ich glaube, dafür brauche ich das, das und das, richtig? Und nochmal 2 Sticks. Und jetzt muss ich nur gucken, in welche Reihenfolge. Ah, tada! Okay, die können wir dann nämlich als nächstes benutzen. Die hat nämlich, glaube ich, ein bisschen mehr HP als die Eisenpexel. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie viel Eisen wir haben. Und gucken wir mal, wo unser Hammer ist. Hab ich den eigentlich immer mit? Nee, hab ich nicht. Hammer, wo bist du? Oh, da ist auch noch eine Iron Pexel. Da ist noch eine Iron Pexel. Ach ja, richtig. Wir hatten ja einmal die falsche gemacht, glaube ich. Ist das wieder die falsche? Oh, das wäre so doof. Aber eigentlich ist es ja jetzt egal. Da ist der Engineer's Hammer und jetzt müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, wie viel der aushält.
Ah, ist schon viel. Ich mache einfach mal alles. Und jetzt haben wir 48. Okay, läuft. Aber einen Engineer's Hammer brauchen wir nochmal. Engineer's Hammer. Was brauchst du? Du brauchst Sticks, Eisen und String. Ich glaube, das kriegen wir geregelt. Muss ich nur gucken, wo die Strings sind. Hier. Und vielleicht nochmal zwei Holz mitnehmen, dass wir nochmal Sticks machen können. Jetzt habe ich gerade panisch auf meine Aufnahme geguckt, weil irgendwie hatte ich gerade das Gefühl, ich hatte es vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Das wäre so bitter gewesen. Okay. So, 50. Na gut, dann machen wir halt noch zwei. 1, 2, 3, 4. Nee, wir brauchen nur drei. 1, 2, 3. Nee, brauchen wir auch nicht. Sehe ich gerade. Halt, stopp. So, jetzt haben wir davon auf jeden Fall genug. Und Treated Wood Fences. Treated Wood müssten wir auch hier irgendwo haben. Das ist dark. Ich finde Dark Oak und Treated Wood zu unterscheiden ist schon ein bisschen schwieriger. Und ich glaube. Ah, es gibt nur drei, wir brauchen vier, wa? Jo, na klar. Wieder so, dass schön viel aufgebraucht wird, ja? Large Fluid Storage. Tür zu, schlafen. Und dann können wir uns da jetzt ein Silo aufstellen nach draußen. Ich bin gespannt. Gut, welche Loot Chests nehmen wir? Immer die mittlere haben wir gesagt. Und. Badaboom. Oh, Coal Coke. Copper Wire. Und Iron Mechanical Component. Das ist gar nicht so schlecht. Da bin ich doch zufrieden mit. Ich tue die mal alle hier rein. Oh, bitte. Und ihr müsst mich unbedingt daran erinnern, dass ich die Viecher noch habe, wenn ich das vergesse. Und das haben wir auch direkt abgeschlossen, weil wir jetzt beides quasi haben. Das heißt, wir kriegen komplett eine Clay-Rüstung. Ob die besser ist als unsere Eisenrüstung, das wage ich ja irgendwie zu bezweifeln. Die Hose zum Beispiel. Nee, 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 nee. Das vielleicht irgendwie an Einschmelzen oder so. Ich pack's auf jeden Fall mal hier rein. Falls wir mal sterben sollten, kann man das vielleicht. Und Engineer's Manual, da soll ich übrigens mal reingucken, wurde auch geschrieben. Mal die Iron Plates hier reintun. Und jetzt können wir mal schauen. So, das ist jetzt das mit dem Links. Und wir wollten aber Large Item Storage machen. Die Frage ist, wie machen wir das jetzt? Construction. Hier ist zum Beispiel ein Solar Tower, Coke Oven Advanced, ein Distiller, Boiler, da steht also alles drin. Oil Processing. Okay. Aber ich würde gerne Construction hier. Ach, Wooden Storage Crate können wir auch machen, richtig. Da, Silo. Also, so baut man das auf. Okay. Also in der Mitte ein frei. Außenrum die. Wir können es versuchen. Wir können es wirklich versuchen. Tun wir jetzt auch mal. Mal gucken. Den würde ich jetzt erstmal, glaube ich, hier nebenstellen. Oder hier hinter am besten. Ich stelle den jetzt einfach irgendwo auf. Ich glaube, hier fing es an, ne? Zack, 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 zack. Und insgesamt 50, ne? Da weiß man jetzt natürlich nicht, wie hoch. Muss man jetzt gucken. Irgendwann wird es ja nicht mehr passen. Das wird ja genau abgezählt gewesen sein mit den 50 Dingern. Und dann lasse ich mich einfach runterplumpsen. Ich glaube, das ist schon das Höchste jetzt hier. Die Frage ist, muss da jetzt noch was drauf? Ja, da muss jetzt noch so einer zwischen. Und jetzt? Nope. Das wollte ich nicht. Mit einer freien Hand klicken. Ah, Moment. Engineer's Hammer. Habe ich den dabei? Natürlich nicht. Müssen wir wahrscheinlich draufklicken und dann wird es zu einem Silo. So langsam verstehe ich diese Materie hier. Ob ich den jetzt nur wieder reingeschmissen, Freunde? Oder habe ich den mit?
Schon wieder blind, glaube ich. Da ist er doch. Okay. Okay, dann gucken wir mal. Ich hoffe, dass das so ist wie bei dem Coke Oven. Woo! Voll nice! Okay. Sehr cool. Ja gut. Gut, da muss ich jetzt wahrscheinlich irgendwie nochmal lesen. Items must be input through the top and extracted from the bottom. Mit einem Redstone-Signal. Das heißt, wir müssen die oben reinpacken, die ganzen Items. Das heißt, es wäre am schlausten, wenn wir da irgendwann mal so eine Leitung hinlegen, so eine Item-Pipe wahrscheinlich. Obwohl ich noch nicht so ganz weiß, ob das so das Nonplusultra ist hier, was das angeht. Aber es sieht nice aus. Muss man ja ganz klar mal sagen. Sieht echt hübsch aus, muss ich sagen. Diese ganzen Maschinen, die sind halt wirklich nicht schlecht. Es kann sein, dass ich alles hier nochmal umbaue. Das werde ich wahrscheinlich dann irgendwann mal in so einem... Ich will mich mal in so einem Timelapse versuchen irgendwann. Ja, aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Wie viele... der kriegt halt überhaupt keinen Strom mehr irgendwie. So gefühlt. Da müssen wir vielleicht ein bisschen Abhilfe schaffen demnächst. Cool. Okay, dann hätten wir das auf jeden Fall. Und das gleiche können wir wahrscheinlich mit einem Large Fluid Storage machen. Obwohl ich das irgendwie gerade nicht so sinnvoll finde, weil... Ja, obwohl, wenn man das für Öl hinterher nimmt wahrscheinlich. So, Blast Furnace. Brauchen wir Blast Bricks. Wie kriegen wir die denn hin? Können wir auch mal gucken. Blast Bricks. Blast... Bricks. Mit Blaze Powder. Na, wenn es weiter nichts ist, wie kriegen wir denn Blaze Powder hin? Durch die Blaze Rods? Müssen wir wirklich nur Blaze Rods, ne? Das ist natürlich super ärgerlich. Der Pulvis macht aus einer Blaze Rod 3. Der Crusher macht aus einer Blaze Rod 4. Beide Crusher. Mechanism und Immersive Engineering. Oh, die ist natürlich schon riesig, ne? Gut, und ganz normal. Was wollen wir denn für den Crusher? Redstone ist kein Problem, Lava ist auch kein Problem. Steel Casing scheint auch kein... Okay, jetzt fängt es wirklich an mit Stahl und dem ganzen Kram. Steel. Uiuiui. Das sieht so aus, als müsste ich da mal ordentlich Stahlfarmen gehen und so ein Krams. Also, ich denke mal, dass das eine Alloy ist, ne? Iron Ingot und Coke Dust wird zu Steel. Oder Coke Dust und Iron Dust wird zu Steel. Oder Steel Grid wird zu Steel. Oder Steel Source, Steel Shovel kann man recyceln zu Steel. Und im Blast Furnace kann man Iron zu Steel machen. Okay, ich glaube, das ist halt das, was wir machen müssten. Das heißt, wir müssen uns Blaze Rods suchen. Die Frage ist, wie viele Blaze Powder, wie viel brauchen wir denn da? Warte mal. Blast Brick. Wir brauchen insgesamt 24, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, also 8 Blaze Powder. Und das wären, dadurch, dass wir ja maximal 3 kriegen, wären das 3 Blaze Rods, wenn ich mich jetzt nicht... Gut, dann muss ich, glaube ich, Blaze Rods farmen gehen, so wie es aussieht. Ich werde es mal versuchen in der nächsten Folge. Damit wir das auf jeden Fall hinbekommen. Ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Jetzt wird es wahrscheinlich demnächst, also heute noch nicht, aber ab Samstag startet ein neues Projekt mit den Leuten von Turtlecraft. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann wird Automaton mit Turtlecraft Projekt im Wechsel kommen. Was es ist, darf ich noch nicht sagen, aber es wird geil und ich freue mich. Und eventuell habe ich einen Partner, der mit mir zusammen baut, den ihr bis jetzt noch nicht so oft gesehen habt bei mir in den Videos. Aber ich bin gespannt.
Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Egal in was für einem Projekt, aber wir sehen uns morgen. Bis morgen.